Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in The Büro. Wir haben ja das letzte Mal hier so einiges weggemetzelt. Laserpistole, ich glaube, nee, die Munition habe ich leider nicht voll. Ja, das Spiel setzt auch immer ein klein wenig zurück. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal, hatte ich die noch, nee, hatte ich nichts aufgesammelt, meine ich. Ich hatte ja an der Stelle auch dann Schluss gemacht. Gut, Muni haben wir auf jeden Fall wieder. Ich will mal gerade die andere Waffe. Oh ja, da müssen wir auch einiges nachladen. Warte mal, da. Jetzt können wir sie einsammeln. Eben konnte ich es nicht. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen. Ah, die haben wir voll. Hier können wir auch nichts nachladen. Ah, ich brauche Handgranaten. Ich brauche Handgranaten. Aber hier liegen auch keine, ne? Nee. Hier liegt nichts. Ich höre was schießen. Energiemagazin. Da haben wir. Nee, Nuklearwerfer will ich nicht. Also Munition haben wir komplett voll überall. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich brauche Handgranaten, Leute. Nur so ein paar. Ich will auch sehen, dass ich heute die Mission auf jeden Fall zu Ende bringe. Da ist eine Handgranate. Eine einzige. Toll. In solchen Kisten ist ja nie eine drin, ne? Was? Ich kann doch einsammeln? Okay. Na gut. Jetzt sollte ich auf jeden Fall alle Munis voll haben. Das wird Energiemunition sein. Ne, das ist normale. Gut, egal. Ich wollte ja da rein. Gut. Dann schauen wir uns hier mal um. Doch, ich bin das letzte Mal noch mit euch hier reingegangen, oder? Meine ich mich zu erinnern. Da hatte ich hier noch ein bisschen rumgeschaut mit euch. Ja, das hatten wir ja alles draußen schon voll gemacht. Kapsel? Ach so, ja, das war ja das. Na gut, wie gesagt, wenn ihr das selber lesen wollt, einfach mal Video auf Pause machen. Ich mag das jetzt nicht vorlesen. Würde auch, denke ich, zu lange dauern. Medikamentenwarteliste, ja, das hatten wir auch das letzte Mal da. Ja, so langsam werden die Erinnerungen wach. Ja, ich muss gestehen, ich habe heute ziemlich lange geschlafen. Das heißt, die Aufnahme mache ich hier eigentlich ziemlich spät. Es ist schon fast 9 Uhr, also so lange schlafe ich normalerweise nicht. Also mir kommt das schon fast vor, als wäre es schon Mittag, ne, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, ich bin für gewöhnlich ein Frühaufsteher. Okay. Ja, da hatten wir ja festgestellt, dass einige ja über Beschwerden klagen und dass sie es ja erst für eine Krippe oder sowas gehalten haben, ne? Diese Alien-Invasion. Hier entlang. Okay, Dr. Weir. Genau, zu dem müssen wir ja hin. Mein Gott, sehen Sie sie an. Ja, die sind völlig fertig. Halt, warte mal. William? Willkommen an der Front, Doktor. Danke. Ich bin gespannt darauf, was in dem Turm ist und diese Mosaikbotschaften aus der Nähe zu studieren. Ja, ich habe gedacht, da liegt eine Handgranate auf dem... Was war das? Ein Gabelstapler oder sowas? Egal. Machen wir hier weiter. Hoffentlich ist es das wert. Halten Sie... Genau. Bleiben Sie hinter mir. Wir machen so weiter, wie wir... noch jemanden verlieren. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen in die Quere zu kommen. Sehr gut. Wir machen so weiter, wie wir das letzte Mal weitergemacht haben. Und schauen mal, dass wir die gleichen Antworten geben. Halten Sie den Kopf unten, Doc. Ja, ich halte ihn unten und Sie halten Sie davon ab, ihn mir wegzupusten. Genau, das ist der Plan. So, das hatten wir das letzte Mal alles noch gefragt. Da guckt ihr einfach mal bei der letzten Folge. Ne? Wir holen uns einen Transponder und verschwinden. Sie wissen ganz sicher, wo der ist? Mosaik überträgt seine Botschaften durch ein Van-Gate in diesem Turm da.
Dem Feindagenten zufolge sollten wir auf einem der Schiffe dort einen Transponder finden. Wenn er nicht gelogen hat. Ich suche mir ein Terminal und lege die Verteidigung lahm, sodass sie die Andockstation finden und einen Transponder adaptieren können. Falls ich alles korrekt erfasst habe. Besonders sicher scheinen Sie sich ja nicht zu sein. Wissenschaft ist nie exakt. Tja, dann. Los geht's. Kommen Sie, William. Gut. Das heißt, jetzt geht's weiter. Warum hast du das Funkgerät? Verstanden. Hä? Was denn verstanden? Da hat keiner was gequatscht, Mann. Was für ein Nasenbär. Kommen Sie, William. Ja, warte. Gut. Vorsicht! Oh, okay, der ist weg. Hier lang, glaube ich. Ja, und wenn du Handgranaten siehst, sag mal Bescheid, ne? So, und du lässt mich mal vorgehen. Wir sind Feinde! Ja, genau, deshalb wollte ich vorgehen. Gut, gehen wir da weiter? Okay, erstmal hier schauen. Scheint's runter zu gehen. Na gut, Leute, geht mal weg! Woher wissen die, wie sie hierher kommen? Mosaic sagt es ihnen, ebenso wie es die Outsider koordiniert und die infizierten Hypno-Agenten befehligt. Wie okay. Werden die Infizierten zu solchen Hypnos? Der menschliche Geist kann die Steuerung durch Mosaic nur eine gewisse Zeit lang ertragen, bevor er ausbrennt und die Menschen zu Hypnos werden. Nico konnte sich dagegen wehren. Ja, aber nur Menschen mit außergewöhnlicher Willenskraft sind dazu imstande. Nico war einer der wenigen. Lawrence zählte auch dazu. Patronen einsammeln. Ich nehme das Laser-MP mit. Ich wollte eigentlich nur mal hier so ein bisschen reinschauen. Ne? Okay. Da sind Wasserrohre geplatzt und... Naja... Hatten sie auf jeden Fall auch was zu tun. Ich meine, gut, die haben ja jetzt ganz andere Sorgen. Würde ich mal behaupten. So, und jetzt steh mir nicht wieder im Weg. Voll der Bob, ey. Hier lang, glaube ich. Okay, darauf kann ich nicht mehr. Gut, dass ich vorher nochmal geschaut habe. Ich will nochmal hier schauen. Nein, ich will das... Echt, jetzt muss ich diese scheiß Schrotflinte nehmen? Ich will doch bloß diesen Bauplan, da. Oder dieses Planskizze oder wie auch immer das Ding. Verlangsamt die Blutung, wenn der Träger wehrlos ist, um die Hälfte. Okay. Na gut, ich denke mal, das werden wir nicht wirklich brauchen. Hier lang, glaube ich. Das Silvers Team ist hier durchgekommen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gut, dein Trupp hat Zugriff auf neue Ausrüstung. Ja, das interessiert mich gerade weniger. Ich will bloß mal schauen, ob ich hier irgendwelche Fähigkeiten nachziehen kann. Nein, das sieht nicht so aus. Gucken wir bei dem nach. Ich werde jetzt auch nicht allzu lange hier machen. Ich will bloß gucken, ob ich da was Neues freigeschaltet habe. So, Agentendetails. Und nö. Okay, dann schließen wir das. Dann brauchen wir da nicht weiter nachschauen. Oh, Granaten hat es mir auch gegeben. So wie es ausschaut. Ich habe nämlich drei Granaten jetzt und vorher hatte ich ja nur eine gehabt. So weit ist das andere Team gekommen. Augen auf. Jo. Wir haben mal die Augen aufhalten. Okay. Sind das... Bradman und Kinney. Sie kämpften bis zum letzten Blutstropfen. Bradman und Kinney, ich sehe nur das einen. Das hatten sie nicht verdient. Zwei Mann tot, einer infiziert. Das werden diese Schweine büßen. Da. Bin gar nicht aufgefallen, so wie der da lag, ey. Krass. Sind doch beide. Ich hab jetzt Tomaten auf Augen gehabt oder sowas. Gut, gehen wir... Weiter. Hier ist nichts. Sieht aus wie das Abwehrbollwerk. Sie sind dran, Doktor. Enttäuschen Sie uns nicht. Moment.
Ich verbinde mich mit Mosaik. Wir kriegen Besuch. Kommen Sie. Oh. Beschützen Sie den Doktor. Moment, machen wir das mal. Gleich mal hier so, dass sie nicht uns zu nahe kommen. So. Hier so hin. Legen Sie eine Mine. Mine gelegt. Und du auch. So. Na komm, so, den mal dahin. Verminen Sie das Gebiet. So, und ich hau einen Block da rein, dass wir jetzt gleich mal ein bisschen nervös werden. Ja. Die Funktionen folgen exakt. So. Fast wie ein richtiges Gespräch. Darin sind schon keiner überzeugt. Heilung, Doc! Okay. Blöder Block. Echt mal. Sie rücken vor. Was sollen wir tun? Was? Sie rücken gar nicht vor. Wir halten die auf. Los jetzt. Gebt ein bisschen Gas. Gebiet gesichert. So. Oh, ich bin befördert worden. Nicht besser würde ich sagen. Mosaik will uns tatsächlich helfen. Halten Sie uns die Tür offen. Wir werden schnell verschwinden müssen. Okay, erst einmal schauen. Wir haben eine neue Fähigkeit. Das heißt, wir können unser Abheben besser machen. Oder das hier. Warte mal. Schauen wir doch mal. Sila Queen verursacht mehr Schaden. Deine Erfahrung mit dem im Umgang mit den Silakoiden hat dich gelehrt, wie du sie noch ätzender machen kannst, okay? Und da macht angehobene Ziele deutlich empfindlicher für Schaden. Ich würde sagen, das hier hilft uns mehr. Das hilft uns mehr. Gut. Schauen wir doch gleich mal. Ne, zu den anderen können wir nicht. Zu den anderen können wir gar nicht. Sonst hätte ich die auch gleich gemacht bei der Gelegenheit. Wieso komme ich jetzt? Jetzt bewegt er sich wieder. Okay. Hat er da so ein bisschen festgebackt. Wie funktioniert Mosaik überhaupt? Es ist ein Kommunikationsnetzwerk, das sowohl technische als auch telepathische Elemente verwendet. Die Outsider nutzen es, um ihre Truppen zu organisieren und die Loyalität sicherzustellen. Aber wenn Sie damit verbunden sind, kann Mosaik dann nicht die Kontrolle über Sie gewinnen? Keine Sorge, William. Die Verbindung ist begrenzter Natur. Ich weiß nicht mal, wie wir eine telepathische Verbindung herstellen sollten. Aber glauben Sie mir, ich werde mich vorsehen. Wir verwetten unser Leben drauf. Okay. Gut, machen wir uns weiter. Erstmal gucken. Keine Grauen hier. Gut. Machen wir uns weiter. Sir, ist schon krass, was die hier gebaut haben, ne? Die Hypnotisierten. Mein Gott, was tun die da? Doktor, die Hypnotisierten stehen an einer Art Fließband. Können Sie es anhalten? Ich fürchte, nein. Das System ist zu stark gesichert. Mosaik wäre sehr aufgebracht. Und ich nehme an, sehr aufgebracht ist noch gelinde ausgedrückt. Na gut, dann machen wir uns weiter. Wenn wir den Hypnotisierten nicht helfen können, ne? Okay. Also hier ist irgendwo ein Blob unterwegs, da bin ich mir ziemlich sicher. Sehe ich schon an den Spuren. Okay. Verdammt, was ist das? Anscheinend haben wir eines von den Dingern gefunden, mit denen sie Groom Range angegriffen haben. Faszinierend. Mosaik zufolge ist dieser ganze Turm aus dieser einen Energiequelle gewachsen. Und sie produziert noch mehr. Dann wollen die noch mehr solche Türme bauen. Okay, was haben wir denn da? Gut, nichts zum Anklicken. Laser MP. Jo, dann haben wir wieder Munition, das ist sehr gut. Dann hier weiter. Doc, wonach suchen wir? Mosaik sagt, es gibt einen Materieprojektor, der sie weiterbringt. Sie meinen eine Art Aufzug? So in der Art. Auf die runde Plattform stellen und den Knopf drücken. Auf die runde Plattform. Ja, warte mal. Erstmal der Weg hinein. Wir haben einen Weg in die Höhlen unter dem Turm gefunden. Die Aliens gehen hier ständig ein und aus. Sie stellen sich auf eine Art Plattform.
drücken einen Knopf und verschwinden einfach. Das muss so eine Art Teleporter sein. Jetzt kommen wir mal ein bisschen runter. So eine Art Teleporter sein. Sowas kenne ich sonst nur aus Science-Fiction-Romanen, die meine Schwester immer liest. Okay. Seine Schwester. Er offensichtlich auch, sonst würde er ja nicht darüber wissen. Officer Bull und ich verschwanden. Verschwanden. Ja, Nemesos, nochmal sortieren. Was liest du da? Steht gar nicht da. Officer Bull und ich werden versuchen, ihn zu benutzen. Das scheint der einzige Weg da rein zu sein. Es sei denn, man will sich den Infizierten anschließen. Der ist auch schon indoktriniert, so wie ich das sehe. Das heißt, der wiederholt sich auch wieder, ne? Lieutenant Mark Giemsa oder Giemsa, keine Ahnung, wie man es hieß. Bereitschaftspolizei Pima. Bereitschaftspolizei, naja, klasse. Der ist ja dann genau der Richtige dafür. Okay. Einfach auf die runde Plattform stellen und die Konsole daneben bedienen. Ja, aber wie bediene ich die Konsole dann? Welche Konsole vor allem? Die hier? Wie kommt man denn darauf? Das ist jetzt die Frage. Weil... Oder die. Einfach auf die runde Plattform. Ah, die runde Plattform ist gemeint. Tja, versuchen können wir es ja. Okay, probieren wir es. Okay. Noch alles dran an Ihnen? Wo sind wir, Doc? Gott sei Dank. Auf der Andockebene, etwa auf halber Höhe im Turm. Nicht nach unten sehen. Jojo. Gucken wir erstmal das. Was haben wir da? 30% stärkere Waffen gegen gepanzerte Ziele. Okay. Ich muss wahrscheinlich da runter. Ich will aber erstmal... Nee, hier kann ich sonst nichts machen. Gut. Nee. Gehen wir einfach weiter. Oh, gut. Da gibt's nichts, oder? Nee. Da kann man auch nichts machen. Müssen wir wahrscheinlich da weiter. Das wird doch nicht auf uns schießen, oder? Weil das sieht mich aus wie so ein Geschützturm. Wie sehr ich Höhen verabscheue? Los, wir müssen nur über diese Brücke da. Ah, ist kein Geschützturm. Ist die Aktivierung für die Brücke. Na, kommt mal her, Jungs. Was mich wundert, jetzt sind lange keine... Aliens mehr da gewesen? Kommt's bestimmt gleich umso härter. Oh. Doc, die Transporter da. Sie sind voll mit Hypnotisierten. Vielleicht verfrachten sie sie zurück in ihre Heimatwelt. Entsetzlich. Sagen Sie mir, dass Sie das verhindern können. Egal wie. Tut mir leid, Carter. Mosaik lässt mich nicht ran. Verdammt. Okay, da haben wir wieder eine Brücke. Ich schaue nur immer noch mal, ob hier irgendwas anderes noch ist. Aber das schaut nicht so aus. Oh Mann. Das ist echt heftig. Jo, das sieht so aus, als würden unsere Leute hier da hochtransportiert. In eins der Schiffe, jo. Alter Schwede. Und dann werden die einfach abgeschafft. Also weggebracht. Und ich weiß nicht, wie viele die schon da weggebracht haben. Das scheint ja schon eine ganze Weile zu gehen. Ist der gerade vor mir geportet? Der hat bestimmt noch einen Teleporter entdeckt. Oder er ist auch ein Alien. Nein, glaube ich nicht. Okay, da haben wir mehrere Türen zur Auswahl. Ich will jetzt erstmal hier schauen.
Okay, welche Tür nehmen wir? Tür 1, Tür 2 oder Tür 3? Nein, das sind ja nur zwei Türen. Von da sind wir ja gekommen. Machen wir hier erstmal auf. Okay. Gewehr. Lasse mich nicht von ihm aufhalten. Wir haben es geschafft, in den Turm zu gelangen und unentdeckt zu bleiben. Wir haben entdeckt, dass die Aliens die Kapseln auf die Schiffe verladen. Auf Schiffe verladen, okay. Da wiederholte sich auch wieder, der Himmel weiß, wohin sie verfrachtet werden. Officer Bull meint, wir sollten jetzt abhauen. Wir sollten jetzt abhauen. Ja, und ich lese das auch noch doppelt. Aber ich glaube, wir sollten noch die Kapseln untersuchen. Die bequem... Was? Die Kapseln sehen bequem und sicher aus. Sehen bequem und sicher aus? Bull will mich nicht in ihre Nähe lassen, aber ich lasse mich nicht von ihm aufhalten. Lasse mich nicht von ihm aufhalten. Und dann schreibt er das immer wieder. Lieutenant Mark Giem. Okay. Den hat's wohl echt übel erwischt. Das M14 will ich jetzt nicht. Okay. Hier nochmal schauen. Aber welche... Meint er diese Kapseln hier? Ist denn eine solche Kapsel reingegangen oder was? Wenn ja, war das schon, würde ich sagen, ziemlich dämlich. Armer Teufel. Hat alles getan, um seine Stadt zu retten, nur um hier zu sterben. Okay, der hat da einen Brief. Trotz widriger Umstände konnten wir Lieutenant Giemser... Konnten Lieutenant Giemser und ich... in den Turm eindringen, auch wenn wir dabei einige gute Männer verloren haben. Wir haben entdeckt, dass die Aliens die Infizierten fortschaffen. Es fällt mir schwer, das einzugestehen, aber es gibt im Moment wohl nichts. Moment. Wo war ich denn? Es fällt mir schwer, das einzugestehen, aber es gibt im Moment wohl nichts, was wir tun könnten, um sie zu retten. Wir können nur uns selber retten. Seit unserer Ankunft im Supermarkt fing Lieutenant Giemser an, dieselben Symptome zu zeigen wie Officer Meyer. Ich fürchte, er fällt langsam auch der Seuche zum Opfer, die scheinbar auch den Rest der Bevölkerung befallen hat. Bei unserem Verrückten im Turm scheint sich sein Zustand ständig zu verschlimmern. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er weigert sich, den Turm zu verlassen. Ich vermute, es ist eine Art Gehirnwäsche. Ich werde ihn hier rausschaffen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, gleich nach einem kleinen Nickerchen, ich werde meine ganze Kraft brauchen, wenn ich ihn zwingen muss, mitzukommen. Officer James Bull, Bereitschaftspolizei Pima. Tja, offensichtlich hat er ihn hier nicht mehr rausbekommen. Ist schon echt übel. Beschissen gelaufen, würde ich sagen. Gut, machen wir uns hier raus. Gehen wir in die nächste Tür. Hoffentlich ist das nicht auch wieder nur einfach nur ein Raum, wo man nicht weiterkommt. Ne, das scheint weiterzugehen. William, die Andockstation sollte in der Nähe sein. Nur noch an den Wachen vorbei. Sie wissen nicht, dass wir hier drin sind. Pech für Sie. Ja, fragt sich nur... Ne, da durchschießen können wir wahrscheinlich nicht. Okay. Komm, 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 nach rechts gucken. Warte mal, ich will mal gerade gucken. Da hinten ist einer. Ne, das bringt nichts. Okay. Gut, dann erst einmal hier absichern. So, dass sie hier nicht durchkommen. Vermint dieses Gebiet. Landmine gelegt. So, du auch. Auf dieser Seite. Mine legen dort. Mine gelegt. Dann hauen wir mal den Blob raus.
Blob so. Eingesetzt. So. Du kümmerst dich um den. Das ist ihr Ziel. Die werden sich wundern. Du kümmerst dich. Nein. Du gehst erstmal ein Stück darüber, damit ich da auch anpeilen kann. Ich rücke vor. So, und dann, kümmerst du dich mal um den. Angriff! Okay, und los geht's. Auf ihr Ziel. Es ist fast hinüber. Weiter so. Ziel ausgeschaltet. So, okay. Der Block macht jetzt mehr Schaden, das ist gut. Der wütet da recht schön. Okay. Gut, ihr kommt mal weiter nach vorne. Warte mal. Okay. Ah, da sollst du nicht hin. Aber ich schick dich mal dahinter. In Deckung! Setze mich in Bewegung! So, und dann kümmerst du dich mal darum. Ziel wird erfasst. So, du gehst mal darum. Hier hinter. Genau. Doch, ich setze dich dahin. Und dann machst du erstmal das da weg. Auf wenn du kannst. Ziel konzentrieren. Okay, dann heb ich den mal an, damit ich den da. Wir haben seine Schilde geknackt. Los, aufhalten! So, wieder einer weniger. Da ist ein Commander! So. Ne, die Laserpistole will ich nicht. Feind im Anmarsch! Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Das war hier. Da unten ist er. Shit. Ja, im Blob kann ich keinen mehr nachziehen. Aber wir können hier zumindest so ein bisschen absichern. Nee, du kannst nur in die Richtung absichern, wie es aussieht. Gut, dann machst du mal hier so einen hin, dass er uns nicht zu nahe kommt. Du auch. Du machst auf deiner Seite, da kannst du dann ein bisschen weiter rum. Vermieden Sie das Gebiet. Gut. Dann vertreiben wir mal hier so ein bisschen. Okay, das bringt nichts. Vertreiben, dort! Shit. Bin unter Beschuss! Okay, okay, den haben wir weg. Was genau ist das hier? Wir sind hier leichte Beute! Befehle bitte! Okay, schauen wir erstmal. Wie sieht's denn bei euch aus hier? Lass mal bei dir gucken. Du gehst mal darüber. Wenn du kannst. Nee, warte mal. Du könntest eigentlich dahin gehen. Runter! Roger, ich rücke vor! Und, dich um den auf da den kümmern. Da konzentrieren. So, du gehst mal. Da machen wir nämlich die Zange so langsam zu, hoffe ich. Marschiere los! So. Und, konzentrierst dich mal auf Angriff den da. So, und ich schaue auch mal, dass ich weiter nach vorne komme. In den Positionen. Warte mal. Das sollte denen eigentlich. Oh nein, 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 keine Granaten. Leute, lasst die Granaten sein. Das war mein eigener. Das war mein eigener. Scheiße. Oha. Das wird jetzt. Den Druck aufrecht. Ja! Ich kann nur jetzt nicht hier weg. Ja. Ist doch recht schwierig gerade. Okay, dann machen wir es anders. Ja, ich bin ja dabei. Sie haben mir das Leben gerettet. Ja. So, okay. Gut, wir müssen die irgendwie. Warum geht er eigentlich immer wieder aus der Deckung raus? Das ist doch scheiße, Mann. Ja, scheiße auf die Granate. Hey, da ist doch noch wer. Okay, setzen wir nochmal einen Blob dahin. Dass wir da ein bisschen Ärger haben. Blob eingesetzt! So, nee, ich brauch den hier. So, du sollst eigentlich. Was?
Auf dieses Ziel. Eigentlich wollte ich dem die Mine dahin legen. Legen Sie eine Mine. Kannst du auch eine Mine irgendwie ein bisschen näher ranlegen? Mine gelegt. Gut, du sorgst mal dafür, dass Verminen sie hier nicht sie das Gebiet. Durchkommen. Oh, keine Muni mehr in der Waffe. Mach mir das erstmal aus, dass sie da nicht so viel Schutz haben. Ah, der da. Der muss weg. Diese Scheißdinger. Okay, dann so. Diese Scheißdinger. Echt mal. Oh, ich bin hier nicht gut aufgehoben. Nee, 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 nee. Okay, kann ich den irgendwie anheben? Aber ich glaube nicht. So. Hebe es an. Okay. Gut, erstmal durchhalten. Heilen, weil er hat da auch eine Menge ab. Ach nee, das bin ich, der eine Menge abgekriegt hat. Die Drohne, sie heilt sie. Ja, genau, das ist das Problem. Wo ist diese Scheißdrohne? Wo ist diese verkackte Drohne? Ja. Okay, wo ist denn der Kollege, der Hilfe braucht? So, okay, Laser-MP. Sehr gut. Dann habe ich wieder Muni. Gut, dann schauen wir mal. Oh! Ja, wo bist du denn, du Horst? Echt mal! Das ist der Letzte! Was, der Letzte? Echt, haben wir sie alle? Okay. Streulaser. Mosaik sagt, sie sind sicher. Der Durchgang ist auf der anderen Seite. Schnell, bevor noch mehr auftauchen. Ja, gute Idee, aber ich brauche noch mehr Muni. Da haben wir noch ein bisschen was. Und ich habe so das Gefühl, dass wir hier drin keine andere Muni finden werden, außer Energiemuni. So ein ganz blödes Gefühl, was ich habe. Nein. So. Ja, Energiemuni voll. Handgranate? Ja, wie geil. Da. So, warte mal. Laserpistole. Wieso kann ich immer nur diese scheiß Waffen auswählen? Ich will doch bloß diese, ach, Mann. Echt mal. Zum Kotzen. Gut, ich drück mal gerade. Oh, ich will mal gerade gucken, was haben wir denn für neue Fähigkeiten? Die Abklingzeit beim Minenlegen ist kürzer. Verbessert die Treffergenauigkeit und Schaden. Ich mach mal hier das hier, dass wir mal öfter Minen legen können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, zurück. Gut. Machen wir uns hier weiter. Ich hoffe, dass wir noch Munition für unser MP finden. Weil das ist nicht mehr viel Schuss, was wir da haben. Okay, warte mal. Ach, da ist noch mehr, oder was? Energiemagazin wieder mal. Gut, schauen wir noch mal. Wer ist noch? Ja, darauf habe ich ja die ganze Zeit. Was ist das denn? Setzt einen Raketenturm mit großer Feuerkraft ein. Dieser Agent kann einen Raketenturm errichten. Eine Waffe, schweren Schaden. Ich nehme erstmal den anderen, weil ich denke, das wird sehr langsam schießen. Ich nehme erstmal das hier. Ja, genau. Darauf habe ich doch die ganze Zeit angesetzt. Der Pionier hilft im Kampf, indem er ein robustes automatisches MG einsetzt, das auf Ziele in geringer oder mittlerer Entfernung feuert. Genau. Sehr gut. Darauf habe ich doch die ganze Zeit. Deshalb habe ich die Techniker dabei, weil ich denke, dass uns diese Geschütztürme sehr helfen können. Okay, hier ist nochmal eine Brücke. Hey,
Heilige Scheiße! Sehen Sie sich das an! Die Türme sind nur der erste Schritt. Wenn sie fertig sind, wäre eine vollständige Invasion eine Sache von Stunden. Von Stunden? Ich habe so das Gefühl, das würde bei denen nur Minuten dauern. Ich meine, was geht denn hier ab, Leute? Ich bin am Vamgate. Lotsen Sie mich zu dem Transponder und dann nichts wie weg. Sie können sich den Transponder jetzt holen. Verstanden. Ich komme zurück, sobald ich ihn habe. Okay. Wir müssen diesen Sender erbeuten, auf jeden Fall. Und ich habe so das doofe Gefühl, das wird nicht so einfach, wie es jetzt aussieht. So, ja, war wieder voll. Schön. Gut. Aber wo ist der? Was war das? Entkoppeln Sie den Transponder und halten Sie sich bereit. Ach, das ist das Ding. Ich habe jetzt gedacht, das wäre irgend so ein Sensor oder sowas, was uns entdecken könnte. Machen Sie den Skyranger klar. Wir werden ihn Transporter nach unten sind blockiert. Ich kann hier nichts. Du kannst nicht mehr fliehen. Komm raus. Ich möchte dir etwas zeigen. Okay. Warum flüchtet ihr vor dem Unvermeidlichen? Wer ist das? In eurer Sprache bedeutet mein Name Axis. Die Achse. Und anders als ihr denkt, bin ich nicht euer Feind. Sag das deinen Soldaten. Ich kriege hier anscheinend nur Energiemunition hier drin. Das heißt, ich sollte vielleicht mal bei der nächsten Gelegenheit die Waffe wechseln. Feinde angegriffen! Okay, jetzt haben wir mal Gelegenheit, den hier einzusetzen. Mine. Legen Sie eine Mine. Und Mine gelegt. Okay. Ich werde niemals euer Sklave sein. Schade, dass du so empfindest. Okay. Jawohl. Lieber mal schauen, nicht dass wir hier Laserpistole, genau. Ich würde sagen, die tausche ich mal aus. Weil Energiemunition kriege ich offensichtlich mehr. Gut, aber ich benutze erstmal weiterhin das hier. Das heißt, warte mal, die hatte ich voll, ne? Ja, die hatte ich voll. Gut. Schauen wir mal. Okay, wir werden uns auf jeden Fall nicht kampflos ergeben. Okay, gut. Können wir den Turm wieder einsetzen? Sehr gut. Nee, das bringt mir gar nichts. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Shit, der setzt den aber. Ich komme dann immer nicht raus aus dem... Wieso stehen die eigentlich so weit hinten? Verminen Sie das Gebiet. Mine gelegt. Gut, setzen wir den ein. Setze Blob ein. Und wieder einer weniger. Alle Ziele eliminiert. Sehr gut. Unser Turm hat nicht lange standgehalten, oder? Oder verschwindet der jedes Mal, wenn wir alle erledigt haben? Gut, ich habe aber gesehen, da ist eine Energiemunition-Teil hier, ne? Also, eben beim Schießen schon gemerkt. Okay, hier haben wir wohl so einen Teleport, aber ich will nochmal schauen. Kann man das irgendwie... Nee. Hier ist auch nichts sonst, ne? Gut, machen wir uns weiter. Okay, wir sind in der nächsten Ebene. Würde ich sagen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich komme jetzt hier raus. Agent Carter, komm! Barnes, wir sind hier! Auf dem Dach vom Turm! Du denkst, du kannst unsere Invasion stoppen? Du kannst nicht einmal entkommen.
Also ich habe da andere Ideen zu. Oh, warte mal. Damit kann ich meine Muni komplett auffüllen. Und, ja, nee, ich denke, ich kann da sonst nichts weitermachen. Ja, er hat jetzt den Turm. Ja, nee, da wird nichts weiter sein. Fähigkeiten. Ja, ja, nee, das ist, Kräfte. Nein, warte mal. Nee, da werden wir nichts machen können. Lassen wir das einfach. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder gut Muni. Ich hätte das andere Gewehr doch behalten sollen, ich Depp. Weil das macht auf jeden Fall mehr Schaden, denke ich. Also zumindest habe ich so das Gefühl. Jetzt reicht's. Wo steckst du, Axis? Du kommst zu mir. Schon bald. Gefangener. Zeig dich, du feiges Schwein! Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mir irgendwie auch nicht. Schnell! Wenn Gewalt die einzige Sprache ist, die ihr versteht. Verflucht! Oh Gott, haben Sie das gesehen? Gehen Sie woanders in Deckung. Einen direkten Treffer von dem Ding überstehen wir nicht. Vor der Wahrheit. Okay. Das muss aufhören. Okay, sofort. Ich setz mal so ein Blob hier hin. Vielleicht hilft er uns irgendwie. Dann ein Gefechtsturm. Na komm, ey. Bring sie ein Geschütz in Stellung. Fuck. Warte es auf, warte es auf. Welche Kräfte gegen euch stehen? Ach, fuck. Der schießt hier alles weg. Was wir, wo wir uns verstecken wollen. Oh, Mist. Komm schon, mach das Ding weg. Haben Sie das gesehen? Gehen Sie woanders in Deckung. Einen direkten Treffer von dem Ding überstehen wir nicht. Es gibt uns noch Access. Das muss aufhören. Sofort! Okay. Selbst welche Chance ihr wohl gegen ein mächtigeres Schiff habt. Ich wiederhole, hören Sie mich! Barnes, sind bereit für Evakuierung. Los! Mein Gott, Sie leben. Ich komme. Und dann nichts wie weg hier. Alter Schwede, das war schon echt übel, oder? Gut gemacht, Carter. Sie und Ihr Team haben es geschafft. Ja, aber was hat es uns gekostet? Die gewinnen, Doc. Aber durch den Transponder, den Sie erbeutet haben, können wir jetzt zurückschlagen. Okay. Das war ja echt krass. Die Infiltrierung des gegnerischen Gebäudekomplexes mit der Codebezeichnung S-1 und die Beschaffung des... Ja gut, das liest man wahrscheinlich S1 einfach nur. Die Beschaffung des geheimen Gerätes wurden erfolgreich abgeschlossen. Agent Da Silva, der bislang als vermisst und vermutlich gefallen eingestuft war, wurde lebend entdeckt. Allerdings, infiziert mit dem Hypnovirus. Da Silva, der inzwischen zur weiteren Behandlung zurückgebracht wurde, verdient eine besondere Belobigung für seine Tapferkeit und seine erfolgreiche Übermittlung vom Hypnovirus. Befallene Zivilisten wurden beobachtet, wie sie ohne Angst oder Zwang das Gebäude S1 betraten. Im Inneren von S1 entdeckte das Team, dass die Infizierten in Transporterschiffe verladen und mit unbekanntem Ziel fortgeschafft wurden. Direkt vor seiner Abholung griff das Einsatzteam ein gegnerisches Schiff der Titanklasse an und zerstörte es mit konventionellen Waffen, was man bisher für schlicht unmöglich gehalten hatte. Okay, gut, Truppenstatus, ja, das sieht ja recht gut aus, ne? Erbeutete Technologie, ja, Nuklearwaffe, Schildstörerpack
und Taktiker-Pack. Also das Taktiker-Pack gefällt mir bisher noch am besten. Outsider-Aktivität. Gut, Outsider haben wir 46 gekillt. Sektoid 36. Raketenscharfschützen 2. Elite-Outsider 6 Stück. Technologie-Commander 2. Geschützturm 2. Silakoid haben wir 8 Stück gekillt. Muton, was auch immer das ist. Schildkommander, also wir haben auf jeden Fall einiges kaputt gemacht. Ne? Erledigte Gegner insgesamt 110. Naja, aber wenn man bedenkt, wie viele sie von uns holen, ist das eigentlich recht wenig. Ne? Von diesem Turm aus verschleppen sie Menschen. Wenn wir schnell sind, können wir eine Rettungsaktion starten, bevor... Darf ich erfahren, was hier los ist? Ich ließ das Labor einen Test entwickeln, um Feindagenten zu enttarnen. Wir testen alle, die hier rein oder raus wollen. Los in Quarantäne. Echt schade um das Silber. Was, Hawk? Heinrich hat eins von Musik's wichtigsten Kommandos isoliert. Ein Mensch hört nur Rauschen, aber ein Outsider... Sehr viel mehr. Bitte, Doktor. Er reagiert. Das sollte nicht passieren. Mehr! Ich bin William. Carter! William! Carter! Agent Carter. Tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss, aber... Wo ist Julia? Deswegen bin ich hier. Als Sie in Indochina waren, da gab es ein Unglück. Was? Blödsinn, was für ein Unglück? Ein Feuer. In Ihrem Haus in Arlington. Julia und Richard. Dienstuntauglich. Sie sind betrunken. Schlafen Sie im Haus aus. Jules. Begraben, bevor ich Abschied nehmen konnte. Dies ist Ihr drittes Disziplinarverfahren, Richard. Lasst mich gehen. Ich hab's erwischt. Ich muss Ihnen helfen. Dad! Lasst mich gehen. Lasst mich gehen. Na, aufgewacht? Ja. Hat er sich schon davon überzeugt, dass ich ein Mensch bin? Sie leben, oder? Halbwegs, ja. Das wird schon wieder. Der Direktor hat angeordnet, Sie zu ihm zu schicken, sobald Sie aufwachen. Ich würde ihn nicht warten lassen. Okay. Was da vorgefallen ist, also was da entdeckt wurde, was auch immer, werden wir in der nächsten Folge klären. Also offensichtlich sind wir kein Alien, sonst könnten wir uns jetzt, denke ich mal, nicht frei bewegen. Was? Gut. Werden wir das nächste Mal klären, was hier so alles noch so ist, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sage bis zum nächsten Mal und tschüss.